Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Bücher und Gedichte. Für die meisten sind ja jetzt gerade Sommerferien. Doch die Sommerferien dieses Jahr sind aus den uns bekannten Gründen etwas wirklich Besonderes. Man kann nicht einfach überall hin verreisen, wo man hin will und muss sich stattdessen mit dem zufrieden geben, was erlaubt ist. Deshalb bleiben viele, wie ich übrigens auch, einfach zu Hause. Und da kann es ja bekanntlich auch schnell mal sehr langweilig werden. Man kann seine Zeit aber auch sinnvoll nutzen, um zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Und ja, ihr habt richtig gehört. Weil irgendwo müssen doch die ganzen Bücher herkommen, die du und ich jeden Monat verschlingen. Daher dachte ich, ich gebe euch heute mal ein paar Tipps und Tricks für das Schreiben von Büchern für Anfänger. Viel Spaß! Zuerst mal ganz an den Anfang, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben. Am Anfang ist die Planung das Wichtigste. Jeder hat am Anfang ja so eine Art Idee, die dann im Laufe der Zeit noch ausgebaut werden muss. Am besten hat man aber schon am Anfang einen relativ genauen Plan, was passieren wird und in welche Richtung die Geschichte gehen soll. Während ihr dann später schreibt, könnt ihr ja immer noch etwas dazu erfinden oder auch mal etwas weglassen. Manche Leute können auch einfach darauf losschreiben, aber das ist natürlich deutlich schwieriger. Das musste ich zum Beispiel auch bei meinem ersten Versuch, ein Buch zu schreiben, erfahren. Denn wenn man absolut keine Ideen mehr hat, neigt man immer dazu, das Schreiben erst einmal komplett sein zu lassen. Das ist aber dann schon etwas blöd, da man dann, also so erging es mir zum Beispiel, nicht mehr ganz genau weiß, was jetzt alles in dem geschriebenen Buchabschnitt vorkommt. Außerdem ist es gut, wenn man viel liest, sodass man mit dem Schreibstil und Techniken auch von anderen Autoren vertraut wird. Doch viel wichtiger als viel zu lesen ist, man kommt nicht drum herum, viel zu schreiben. Auf jeden Fall wird man nur so immer besser und entwickelt seine eigene Technik. Und wenn das alles geklärt ist, dann kann's losgehen. Wichtig ist dann, die Sätze im Buch möglichst kurz zu halten, da das Buch dann spannender wird. Der Schreibstil sollte leicht zu lesen sein oder, wie ich es gerne nenne, das Buch muss sich wie Butter lesen. Die Sätze sollten aber nicht immer die gleichen Satzstrukturen haben, also nicht immer Subjekt, Prädikat und Objekt brav hintereinander, sondern ruhig auch mal etwas durchmischen, beziehungsweise auch mal den ein oder anderen längeren Satz schreiben, wenn es sich anbietet. Die Figuren sollten übrigens genauso durchdacht sein wie die Grundhandlung und bei dem Leser eine Art Identifikationsmöglichkeit oder Sympathie auslösen, damit der Leser sie sofort ins Herz schließt. Ist ja auch klar, wenn einem die Person völlig unsympathisch ist, kann das Buch noch so super geschrieben sein, die meisten werden es wohl eher nicht lesen. Viele Autoren meinen, dass man zuerst die Charaktere auswählen soll und dann zu den Charakteren eine Idee entwickeln soll. Ich persönlich finde aber, dass beides irgendwie zusammengehört und dass man doch eher beides gleichzeitig machen sollte. Versucht außerdem, dass eure Charaktere, also die Personen im Buch, auch so häufig wie möglich ihre Gefühle ausdrücken. Dies solltet ihr bei Wenn dann indirekt machen, also nicht einfach sagen, ihr ist es heiß, sondern die Sonne brannte auf ihre Haut und der Schweiß lief nur so an ihr herunter. Oder wenn der Person kalt ist, nicht einfach schreiben, ihr ist kalt, sondern eher, sie hüllte sich in eine wärmende Decke oder was euch halt sonst noch dazu einfällt. Das ist eben indirektes Schreiben. Dann noch etwas ganz Wichtiges. In der Schule lernt ihr oder habt ihr immer gelernt, dass man möglichst viele Adjektive benutzen sollte. Macht das aber bitte in euren Büchern nicht. Ein paar Adjektive sind ja okay, aber schreibt bitte nicht überall, wo sich die Möglichkeit bietet, ein Adjektiv hin, da sich das sonst viel zu übertrieben anhört. Was die Geschichte auch noch spannend macht, ist wörtliche Rede. Ja, man kann es einfach nicht genug sagen,
Viele vergessen aber immer noch über längere Passagen die wörtliche Rede. Ich kann mich da selbst auch leider nicht ausschließen. Meist wird es mir erst dann klar, wenn ich mir das Kapitel oder die Stelle nochmal ganz genau durchlese. Und jetzt noch ein paar allgemeine Dinge. Generell solltet ihr nur wichtige Szenen detailliert beschreiben. Szenen, die den Charakter der Person nicht unterstreichen oder wo sich die Story überhaupt nicht weiterentwickelt, solltet ihr dann eher rauslassen. Ich mag es übrigens sehr, als Ich-Erzähler zu schreiben. Denn auch in den Büchern, die ich gerne lese und die so ähnlich aufgebaut sind, fühle ich mich mit einem Ich-Erzähler doch am meisten angesprochen. Jetzt wären wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat diese kleine Abwechslung gefallen. Nächste Woche kümmern wir uns dann aber natürlich wieder um geschriebene Bücher bzw. um meinen Lesemonat Juli. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder schreibt eine Bewertung in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch noch auf meiner Webseite und auf meinem Instagram-Account vorbei. Diese habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!